bin ich? Ah, der Ludwig Pfau, der Kirchenkritiker. Was? Der Dichter. Ja, ja. Der Revoluzer, der Kunstkritiker, der Gefängnisinsasse, der Revolutionär. Es reicht, Herr... Petrus. Herr Petrus. Hm? Kann ich nur noch einen Augenblick gucken, was Sie unten mit meinen sterblichen Überresten machen? Nein, Herr Pfau, wir haben einen Termin bei der Meldestelle. Bitte! Bitte! Also gut, aber nur ganz kurz. Vielen Dank. Schauen Sie doch mal. Ja. Wir trauern heute um Ludwig Pfau, liebe Trauergemeinde. Also gestorben ist Herr Pfau hier in Stuttgart. Nun aber er wird hier nicht seine letzte Ruhestätte haben. Ludwig Pfau wird übermorgen eine letzte Eisenbahnfahrt machen. Herzlich willkommen beim Krematoriumsexpress von Stuttgart nach Heidelberg. Bitte bleiben Sie in Ihren Särgen liegen und halten Sie die Totenscheine bereit. So, Herr Pfau, sind Sie nun bereit für den ewigen Frieden? Frieden finde ich erst, wenn ich weiß, wo meine letzte Ruhestätte ist. Nanu, wo fahren die denn ihren Leichnam hin? Ich habe zu meinen Lebzeiten verfügt, dass ich eingeäschert werde. Und in Württemberg ist das verboten. Aha. Deshalb haben sie meinen Leichnam ins Badische nach Heidelberg verfrachtet. Na dann, gute Fahrt. Ist das der Pfau? Nein, das ist ein Mensch. Das siehst du doch. Ich meine doch Ludwig Pfau, der berühmte Dichter und Kunstkritiker. Kann sein. Hast du mal Feuer? Ja. Grüß Gott, ich bin der Kaufmann Wilhelm Ostertag. Ich soll Pfau aus Asche abholen. Wollen Sie die verkaufen? Ein Kaufmann macht Asche mit Asche oder was? Hier ist die Urne. So, Herr Pfau, jetzt wird es aber wirklich Zeit. Ich dachte immer, in der Unendlichkeit, helfen Sie mir doch mal, ja. Gibt es gar keine Zeit. Ja, da haben Sie eigentlich recht. Aber ich glaube, an der Meldestelle gibt es leckeres Ochsenfleisch. Geröstet? Ich vermute. Mit Vermutungen kann ich nichts anfangen. Ich schau lieber noch mal, was die mit meiner Asche machen. Oh, wo bringen die denn ihre Asche hin? Zuerst mal zu Herrn Ostertag nach Heilbronn. In ein Privathaus? Ja, Hohe Straße 8. Hä? Ja, am Wollhaus. Ah, ja. Dort bleibt sie, bis weiter darüber entschieden wurde, wo sie untergebracht wird. Aha. Psst! Und Karl Benz trägt gerade ein Gedicht über mich vor. Was tun wir mit des Dichters Asche? So sprach der weise Rat. Wir geben ihr auf unserem Friedhof die letzte Ruhestatt. Natürlich ohne Feier. Wer weiß, was da passiert. Dass nicht ein Mund etwa, ein Kecker, ein freies Wort dort führt. Das passt so recht zum Geist der Krämer, den man hier trägt zur Schau. Heilbronn verdient Millionen, doch keinen Ludwig Pfau. Heide Sturgert, die Schee Urne. Was mache ich jetzt bloß mit sellerer Asche? Du hast doch da ein schönes Porzellangefäß unter Bett. Herr Pfau. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott.
ich als Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn sage Ihnen, dass die Kirchenglocken für unseren Ehrenbürger Ludwig Pfau zu läuten haben. Ja, das können Sie ja gerne sagen, Herr Oberbürgermeister. Aber ich kenne den Kirchengemeinderat und ich bin mir sicher, die werden die Glocken nicht läuten lassen. Herr Pfau war kein Freund der Kirche und die Kirche war kein Freund von Herrn Pfau. Wo soll denn die Urne eigentlich hin? Ja, wir haben uns gedacht, dass in Irstadt welche vorne im Rheinkonklins im Leichenhaus platziert wird, vorübergehend. Ja, da muss ich dem Gärtner aber Bescheid sagen, dass er seine Gartengeräte woanders hinbringt. Freile, aber wir werden dann danach eine wunderschöne Nische bauen für die Herr Pfau. Ja, immer auf den letzten Drücker. Aber Hauptsache, die Musikkapelle der Stadt spielt auf. Na, endlich geht der Auftrag raus. Ich hab schon gedacht, ich muss runter und sie selber bauen. Was, zurück auf die Erde? Das darf noch lange nicht jeder. Da muss man schon Beziehungen haben. Da muss man schon der Sohn vom Chef sein. Jesus. Jetzt haben Sie es tatsächlich geschafft, meine Nische fertig zu bauen. Ja, und der Herr Brockmann hat so eine schmucke Urne gebaut. Sie konnten mich ja schlecht im Nachttopf lassen. Ja. Mir reicht's, Petrus. Lass uns gehen. Jetzt, wo ich tot bin, muss ich eigentlich all den Plunder meines Lebens loslassen können. Diese ganzen in Spiritus aufbewahrten Andenken und Erinnerungszeichen sind mir ein Gräuel. Das wahre Andenken ist das, was man im Herzen trägt. Und die besten Erinnerungszeichen der hervorragendsten Menschen sind ihre Werke. Das haben Sie jetzt aber sehr schön gesagt, Herr Pfau. Danke. Wenn die da unten so weitermachen, kommen die glatt noch auf die Idee, mir zu meinem 200. Geburtstag lauter Filmchen zu machen. Womöglich stellen die das ganze Jahr über jeden Monat einen Film ins Internet. Was? Ludwig! Pfau!